Sie sehen mich sehr beeindruckt von der Kulisse, von dem Ort. Und es hat ja nicht nur der Ideenmarkt vorher stattgefunden, es hat ja sogar eine Vorveranstaltung stattgefunden, was ich sehr gut finde, dass wir hier also so sozusagen schon richtig strukturiert vorbereitet sind. Zunächst erlauben Sie mir, dass ich Ihnen allen guten Tag sage und jetzt nicht namentlich erwähne die Honorationen, die ich auch alle sehe, Staatssekretäre, Bezirksstadträte, Bezirksbürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Viel wichtiger ist, dass Sie alle da sind, dass Sie sich offensichtlich fürs Thema interessieren, dass Sie Lust haben, mit dem Senat über Bürgerbeteiligung zu reden. Das finde ich gut. Ich will mich hier am Anfang kurz fassen. Worum es heute geht, ist schon gesagt worden. Was soll dieses Stadtforum in der neuen Legislatur anders machen als vorher? Das will ich kurz sagen. Was heute konkret vorgesehen ist und wie es weitergeht, sowohl mit der Bürgerbeteiligung als auch mit dem Stadtforum. Dass Berlin eine wachsende Stadt ist und dass wir da auch ein bisschen unter Druck sind und dass wir darunter auch ein bisschen leiden und sogar Schmerzen haben, das hat wahrscheinlich schon jeder bemerkt. Dass wir aber ohne Partizipation die Herausforderungen der Stadtentwicklung nicht bewältigen werden, auch das wissen heute mehr Leute als früher und für die Koalition ist es ein ganz wichtiges Ziel. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben bereits eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, wo sie sich zu mehr Bürgerbeteiligung verpflichten. Wir haben dort die drei Prinzipien, die ich immer erzähle, aufgeschrieben und die halten sich daran, also frühzeitig mit Varianten zu kommunizieren, wenn sie was bauen wollen, den Mehrwert von Projekten für die Nachbarschaft, für den Stadtteil darstellen und baubegleitend und planungsbegleitend Ansprechpartner, Gremien etablieren, damit man tatsächlich gemeinsam Stadt gestalten kann. Worum es jetzt hier geht, ist Auftakt zu geben für einen Prozess, dass wir Leitlinien für die Bürgerbeteiligung an Projekten der räumlichen Stadtentwicklung erarbeiten wollen. Das ist heute sozusagen der erste Aufruf und der war jetzt nicht unerfolgreich. Diese Leitlinien zum Thema Beteiligung, Mitbestimmung sollen uns dann künftig verbindlich eben bei anderen Projekten auch leiten. Das sagt ja schon der Name. Bürgerbeteiligung ist natürlich nicht neu, aber das, was wir hier versuchen, ist neu. Wir wollen so früh wie möglich, wir wollen integriert bei den Projekten, wir wollen breit aufgestellt mit klaren, verbindlichen Regeln die Bürgerbeteiligung künftig gestalten. Und das, finde ich, ist kein schlechter Auftakt für das erste Stadtforum, was Rot-Rot-Grün veranstaltet. Mein Vorschlag, wir reden nacheinander und nicht gleichzeitig, das macht die Sache einfacher. Das Stadtforum ist ja eine Dialogplattform, die es schon sehr lange gibt, seit 1991 übrigens. Es hat seit seiner Entstehung sehr viele Veränderungen durchgemacht. Es ist auch viel kritisiert worden. Es hat in den 90er Jahren schon mal ein Pendant gehabt, nämlich ein Stadtforum von unten. Die Älteren werden sich erinnern, dass es sowas schon mal gab. Und ich bin ganz froh darüber, dass sich hier offensichtlich zarte Flämmchen zeigen, so etwas wieder zu etablieren. Es ist ein wichtiges Forum über Austausch von Zukunftsfragen und Zukunftsthemen. Und was wir neu machen, das haben Sie heute schon ein bisschen bemerkt. Der Ideenmarkt ist neu, die Mindmap ist neu, die wechselnden Orte, an denen wir alle diese mobilen Dinge dann mitnehmen wollen, das ist neu. Es gibt begleitend ein Online-Tool, wo man also auch sozusagen zwischen den Veranstaltungen davor und danach und in Vorbereitung des nächsten reden kann. Und wir werden heute auch den Versuch machen, Arbeitstische zu haben, wo wir dann die Themen vertiefen. Also alles das soll dazu führen, dass wir heute über Folgendes reden können. Bürgerbeteiligung an der Stadtentwicklung heißt zuerst, Antworten zu finden auf 7 Kernfragen. Diese 7 Kernfragen stehen auch irgendwo und auf den Ideenmarktplakaten, wenn Sie aufmerksam geguckt haben, haben auch die jeweiligen Initiativen immer auch schon Antworten auf diese Fragen geschrieben, aus ihrer Sicht. Die Fragen lauten, wie früh ist früh? Worum geht es eigentlich bei Leitlinien der Bürgerbeteiligung? Wie erreichen wir viele verschiedene Menschen? Weil die Erfahrung, die wir alle miteinander haben, dass Bürgerbeteiligung häufig in einer Art und Weise wahrgenommen wird, dass wer am lautesten ist oder wer am meisten Zeit hat, am ehesten beteiligt wird. Was ist fix, was ist variabel? Also was steht fest, was ist offen, worüber können wir wirklich reden?
Was passiert mit den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage für viele, die schon frustrierende Erfahrungen gemacht haben. Ich gebe zu, in meinem früheren Leben habe ich auch die eine oder andere frustrierende Erfahrung gemacht. Ich kann auch nicht ausschließen, dass es auch künftig frustrierende Erfahrungen geben wird, aber ich möchte das natürlich minimieren. Was ist uns Beteiligung wert? Das ist eine Frage, die insbesondere an den Haushaltsgesetzgeber gerichtet ist, weil wenn wir mehr Bürgerbeteiligung wollen, dann müssen wir auch dafür Ressourcen bereitstellen, wir müssen Strukturen schaffen. Und wie reden wir miteinander? Die Frage ist ja sozusagen in der generellen Kommunikation wichtig und das ist das, was wir hier an den 7 Kernfragen drin haben. Ja, das ist so ein guter Beitrag, aber wie gesagt, nacheinander und nicht gleichzeitig. Die Leitlinien für die Bürgerbeteiligung an Projekten der räumlichen Stadtentwicklung sind ein Baustein der Partizipations- und Engagementstrategie des Landes Berlin. Sie sind nicht der einzige. Bürgerbeteiligung ist auch in anderen Feldern der gesellschaftlichen Entwicklung der Politik wichtig. Aber wir sind hier beim Stadtforum und hier geht es um die räumliche Stadtentwicklung. Eines meiner Ziele heute ist, einen Aufruf zu starten für die Bewerbung in einem Arbeitsgremium, weil die Leitlinien der Bürgerbeteiligung müssen auch von irgendjemandem aufgestellt werden. Und wir haben uns überlegt, dass es dafür ein Arbeitsgremium geben soll, für das sich Bürgerinnen und Bürger heute hier beginnend bewerben können. Die Bewerbungsbögen sehen so aus, erkennen Sie daran, dass es da ein Foto von mir gibt, aber nur deshalb, damit man es unterscheidet von den anderen Papieren, liegt dort am Tresen aus. Wer also Lust hat, bei diesen Leitlinien der Bürgerbeteiligung mit dabei zu sein, in diesem Arbeitsgremium mitzuarbeiten, der oder die möge sich bitte entweder heute hier oder im Internet bewerben. Wir machen heute den Start für die Bewerbung. Die Bewerbungsfrist läuft bis zu den Sommerferien. Über die Sommerferien werden wir dann die Auswahl treffen und dann startet das Arbeitsgremium nach den Sommerferien. Und das Arbeitsgremium ist das eine. Und das öffentliche Feedback, also die Diskussion mit der Stadtöffentlichkeit über Zwischenstände, über Ergebnisse, über Entwürfe, ist das andere. Das soll alles ab Herbst starten und wir wollen gerne, wir müssen uns die nötige Zeit nehmen, aber wir wollen es auch nicht bis in die Ewigkeit zerren, sodass das Ziel ist, dass man ein Jahr später tatsächlich einen Leitlinienentwurf hat, den man dann Senat und Abgeordnetenhaus zur Beschlussfassung vorlegen kann. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Dieses Arbeitsgremium soll aus insgesamt 20 Personen bestehen. 10 aus der Bürgerschaft plus 10 Nachrücker, weil manchmal hat man andere Pläne im Leben und ist dann einfach nicht mehr dabei. 4 aus der Politik, 6 aus Verwaltung und Expertengremien, sodass es also immer möglich sein wird, auch tatsächlich Politik, Verwaltung, Expertensicht, Bürgersicht miteinander zu verbinden. Wie soll es mit dem Stadtforum weitergehen? Also wir machen hier heute ein Experiment. Ich habe den Eindruck, solche Experimente könnten durchaus gelingen. Wir werden weiterhin Stadtforen veranstalten und so breit wie möglich dazu einladen, zu den Themen, die uns allen gemeinsam wichtig sind. Das nächste Thema wird ganz bestimmt das Thema Stadtentwicklungsplan Wohnen, wachsende Stadt, wo finden wir die Räume, wie wollen wir in Zukunft wohnen, wie soll Berlin auf dem Weg zu einer, nun ja, knapp 4 Millionen Metropole sich räumlich weiterentwickeln, wie kann man es bezahlen, das sind die Fragen fürs nächste Stadtforum, wahrscheinlich im Herbst. Und wie weiter mit der Bürgerbeteiligung, also was wir heute miteinander erleben, und was wir alle auch schon an Erfahrungen haben, zeigt uns, es ist ein Lernprozess für alle Beteiligten. Das Thema ist so vielfältig wie die Themen, an denen man Beteiligung machen kann. Und letzter Satz, das muss uns etwas wert sein. Dafür brauchen wir Strukturen und Ressourcen. Daran wollen wir heute arbeiten. Vielen Dank.